Patrick Hager, EHC Red Bull München. Mondi Hilger. Ich bin in Rosenheim aufgewachsen, im Nachwuchs. Rosenheim hat zu der Zeit DL gespielt. Rosenheimer Eigengewächs, erfolgreiche Nationalmannschaft. Und dementsprechend war das immer als Kind so einfach mein Idol. Dementsprechend auch die Nummer. 25 war damals noch vergeben, weil ich mit ihm nur meine ersten Jahre zusammenspielen habe, der in die Profis. Dann habe ich es umgedreht und bei dem bin ich blind. Ich denke, in der Zeit als junger Spieler schon sehr viele entscheidende Tore auch geschossen, auch für die Meisterschaften. Und das war als junger Kerl einfach beeindruckend. Oh, ich denke, das waren eigentlich beide Meisterschaften. Ich habe das Glück gehabt, beide Meisterschaften in Spiel 7 zu gewinnen. Und das sind Momente, ich glaube, als kleines Kind, wenn man draußen spielt mit seinen Jungs, dann heißt es immer Spiel 7. Und das so erleben zu dürfen, einmal mit Ingolstadt in Köln und dann gerade das mit München zu Hause, wo die ganze Familie im Stadion war, war schon was Besonderes. An sich da die gern die Champions League gewinnen. Wir waren sehr nah dran mit München, haben leider einen kürzeren Zug im Finale. Und das, glaube ich, ist schon was auf Vereinsebene, was man die letzten Jahre als Spieler einfach immer mehr gewinnen möchte, weil das Turnier sich einfach so gut entwickelt hat, dass das schon ein Riesenansporn ist. Ich glaube, es ist gut für die Liga, wenn wir einen sportlichen Aufsteiger haben, der sich hoffentlich auch etablieren kann. Über die nächsten Jahre werden wir das sehen. Die einzige Sorge, was ein bisschen dabei ist, dass Mannschaften, die hochkommen, sie hoffentlich finanziell nicht übernehmen und sollten sie dann wieder runter müssen, eben unten auch nicht Fuß fassen können. Oder eben andersrum Mannschaften, die vielleicht jahrelang jetzt in der Liga konstant gespielt haben, wenn dann absteigen, hoffe ich natürlich nicht, dass dann die ins Bodenlose fallen. Das ist so ein bisschen das Risiko, was ich sehe. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir in Deutschland eine Auf- und Abstiegskultur in die anderen Sportarten. Ich denke, die Fans wollen das haben und wenn es die Vereine gesund und gut darstellen können, dann glaube ich, ist das für das Eishockey eine gute Sache. Ich glaube, wir haben einen Kader doch ein bisschen umstrukturiert. Ich denke, wir haben einen Ticken jünger geworden und auf der Mittelstürmerposition zwei erfahrene Jungs mit dazu gekriegt, auf die Außenpositionen auch mit jungen Leuten aus der Akademie aufgefüllt. Und ich denke, dass der Mix gut ausschaut, haben gute Typen drin. Aber am Ende des Tages muss alles zusammenfinden und jeder muss gesund bleiben und dann zum richtigen Zeitpunkt auch in Topform sein. Und das, glaube ich, ist das einfach so kommt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.